Hi liebe Leute, hier ist Marc von der Bikeschule Ride First und Fahrtechnik TV, Online-Coaching für euch. Sprich, ihr seid hier, weil ihr den Manual lernen wollt. Das ist ein ganz wichtiges Manöver, sowohl weil es Spaß macht und die Bike-Kontrolle schult, aber auch weil man es in der Praxis sehr häufig anwenden kann, auf Trails, in Bikeparks und auch für Tricks, je nachdem. Und deswegen lohnt es sich, ihn zu lernen. Natürlich, ganz wichtig, euer Bike. Wie ist es beim Manual-Lernen? Natürlich gibt es manche Faktoren, die den Manual einfacher zu lernen machen. Zum Beispiel, wenn das Rad einen kürzeren Radstand hat, eine höhere Front, vielleicht andere Winkel. Aber euer Bike ist so, wie es ist. Ihr könnt überlegen, was ihr optimieren wollt. Zum Beispiel kann es Sinn machen, eine höhere Front, einen Lenker mit mehr Ride, der höher geht, zu montieren, kürzeren Vorbau. Das hilft natürlich für eure Sicherheit. Ganz wichtig, ähnlich wie beim Wheelie. Die hintere Bremse muss top funktionieren. Die Belege müssen top in Schuss sein, Bremskraft und mit einem Finger leicht zu dosieren. Für den Manual solltet ihr den Sattel absenken. Wenn ihr eine Vario-Stütze habt, hilft das natürlich total. Sonst per Sattelschnellspanner. Wenn ihr ein kleines Dirtbike fahrt, habt den Sattel eh ganz unten. Ihr braucht auf jeden Fall den Bewegungsspielraum. Übt den Manual bitte erstmal mit Flat Pedals. Da fühlt ihr euch auf jeden Fall sicherer. Könnt, wenn ihr seitlich das Gleichgewicht verliert, den Fuß rausnehmen. Wer natürlich nachher das auch ein Klickpedal machen will, sollte den Manual vorher schon beherrschen, um einfach sicher zu sein. Meine Empfehlung für das Fahrwerk-Setup beim Manual üben ist auch, lasst es so, wie ihr es sonst fahrt. Wenn ihr natürlich das Gefühl habt, durch die Belastung beim Nutzen des Rebounds, euer Körpergewicht nutzen, eure Kraft, die Dynamik, rauscht euer Dämpfer zu schnell durch und schlägt durch, dann stellt ihr etwas härter. Trotzdem empfehle ich ein harmonisches Fahrwerk vorne und hinten. Wenn ihr ein Hardtail fahrt, keine Sorge, damit geht der Manual auch sehr, sehr gut. Da kommt es mehr auf die Geometrie an und ich denke mal, man kann sich gut an sein Bike anpassen. Auch wenn ihr nicht bewusst darüber nachdenkt, im Hinterkopf ist die Angst, dass man beim Manual nach hinten auf den Rücken fällt. Deswegen fürs Gefühl und auch für die Sicherheit ein Rucksack mit Rückenprotektor ist auf jeden Fall hilfreich. Und bitte achtet darauf, dass ihr keine spitzen oder harten Gegenstände in dem Bereich habt, die sich dann im Falle des Falles in dem Rücken bohren. Das kann wehtun. Deswegen Trinkblase oder irgendwas Weiches ist auf jeden Fall gut. Ihr wisst, moderne Protektoren schränken die Bewegungsfreiheit nicht wirklich ein. Und da ist es individuell Geschmackssache. Ziehe ich mir jetzt noch die Ellenprotektoren, Armprotektoren, Hüft. Es gibt hier alle möglichen Sachen. Es gibt auch Unterhemden mit Protektoren, dass man sich nicht wehtun kann. Das müsst ihr selber entscheiden. Wichtig ist wirklich Handschuhe, Helm. Wenn ihr nur mal kurz vor dem Haus übt und ihr habt Zivilklamotten an, diese Dinge solltet ihr nicht vergessen. Manche von euch haben mehrere Bikes, zum Beispiel ein kleines für Dirt Jump oder Pump Track und dann noch ein Enduro. Fragen sich dann, mit welchem Bike soll ich das denn jetzt üben? Meine Empfehlung ist, übt es mit dem Bike, mit dem ihr es auch primär machen wollt. Wenn ihr viel mehr im Wald mit dem Enduro unterwegs seid, übt den Manual damit. Und die Frage wäre auch, passt das von der Rahmengröße? Ich habe jetzt hier einen L-Rahmen, damit geht der Manual auch. Ich fahre sonst eigentlich eher M, das variiert aber. Und da müsst ihr euch auf jeden Fall auch keine Sorgen machen. Wichtig, Bewegungsfreiheit, tiefer Sattel und ein modernes Cockpit mit kurzem Vorbau und breiten Lenker. Auch mit dem E-Mountainbike sind Manuals machbar. Wenn ihr damit unterwegs seid, lasst euch nicht davon abhalten zu üben und achtet darauf, dass ihr euer Setup normal fahrt. Lasst den Akku auch drin und ich kann euch garantieren, mit Übung schafft ihr auch den Manual. Das waren ein paar Tipps von mir für die richtige Ausrüstung an Bike und Klamotten in Sachen Manual üben. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, schreibt die ruhig in die Facebook-Gruppe oder schreibt mir in den Kontakt und ich helfe euch gerne weiter. Viel Spaß beim Üben.